Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen und auch an den sonstigen audiovisuellen Wiedergabegeräten. Ich bin Max Snake, ich spiele Eats Munchies. Ich spielte Eats Munchies, muss man richtigerweise sagen, denn wir sind mit den regulären Leveln durch. Jetzt könnte man argumentieren, ja, Beta, kommt noch was. Aber wie ihr hier seht, der Beta-Ribbon ist weg, das heißt, das Spiel hier ist fertig. Damit sind wir durch die regulären Level, inklusive Windy Peaks, durch. Und es bleibt nur noch das Level Mystery. Das werde ich allerdings nicht mit euch spielen. Mystery ist was, das müsst ihr selber ausprobieren, das müsst ihr selber euch zurechtfummeln. Ihr habt in den Leveln keinerlei Hilfestellung, es werden neue Elemente auftauchen und ihr werdet, um es freundlich zu formulieren, ganz schön alleine gelassen. Nichtsdestotrotz ist das bestimmt lustig und auch ein bisschen herausfordernd, das mal zu spielen. Wie gesagt, ich will es nicht machen, aber um jetzt nicht so ein Hahaha, ich lasse euch im Regen stehen Video gemacht zu haben, werde ich mit euch eine Runde in Puzzle Maker gucken. Ich denke mal, so 5 Minuten lang werden wir versuchen, ein kleines Level zu bauen und dieses dann vielleicht ausprobieren. Mal schauen, was wir in 5 Minuten so hinkriegen. So. Wir möchten ein neues Puzzle machen. Wir nennen es Puzzle 1. Okay. Dann mal los zum Puzzle 1. Hier gibt es eine Quick Reference. Okay, willkommen im Puzzle Maker. Das ist ein voll funktionabler Editor, um eigene Puzzles zu bauen. Hier sind ein paar Tipps zum Start. Klicken und ziehen, das Puzzle zu bauen. Unlocked Item wird in der Toolbar dargestellt. Und der Spieler muss rausfinden, wie man die hinsetzt. Ein Item-Hinweis zeigt den korrekten Platz für ein bestimmtes Item. Im Fall, dass ein Spieler stecken geblieben ist. Und man kann sein eigenes Puzzle auch testen. Das ist der Hammer. So, da hängt jetzt ein kleiner Eats mitten in der Luft. Ich finde, das ist doof. Was können wir denn machen? Send back. Bring forward. Okay. Change platform. Guckt an, wir können ganz viele lustige Plattformen. So. Zack, 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 zack. Er läuft hier rüber. Ich möchte nur ein ganz simples, kleines Level machen. Ich denke mal, das ist okay. Da ist der Cake. Ich möchte jetzt Eats im Prinzip hier rüber schicken. Ich möchte, dass der Spieler dann feststellt, dass er einen senkrechten Balken hier aufbauen muss. Um Eats zurücklaufen zu lassen. So, wenn er hier springt, das sollte irgendwie knapp reichen. So, ein Balken, damit er hier runterspringt. Da möchte ich dann im Prinzip... Oh, was wollen wir denn mal? Wollen wir so einen haben? Wir machen hier so einen kleinen Lolli hin. Machen hier einen kleinen Lolli hin. Und ich denke, der Freundlichkeit halber machen wir noch eine Plattform hier hin. Was haben wir denn hier sonst noch so? Ach, das sind die ganzen Items hier, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Ja, und dann muss der Spieler sich eine Fiery Pepper hier hinziehen. Können wir mal gucken, wie das bislang funktioniert. Ob er die ganzen Entfernungen dann richtig hinkriegt. Zack. Da springt er natürlich aus dem Bild. Genau. Gut. Jetzt müssen wir irgendwie zu der Einstellung kommen, dass wir dem Spieler... Wir möchten im Hintergrund ein bisschen was ändern. Wir möchten das Ganze als Forest,
4 ist okay. Wir möchten auch noch ein bisschen Foreground haben. Wir möchten Forest Clouds 3 haben. Okay. So. Aber wie um Himmels Willen setze ich dem Spieler denn jetzt... Nee, das möchte ich nicht. Ups, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich möchte ja dem Spieler im Prinzip noch seinen Werkzeugkasten geben hier unten. Fehlt hier noch was? Ich weiß allerdings nicht genau. Wie ich das platzieren kann. Und ansonsten, wenn ich das jetzt hier reinstellen würde. Ah, was kann ich? Hint. Ah. So. Das möchten wir im Prinzip hier stehen haben. Und es ist unlocked. Das heißt, es wird in der Spieler-Toolbar aufgestellt. Das ist natürlich ein sehr cleveres Vorgehen für so einen Puzzlemaker, wenn man selber sich den Weg baut und dann einfach sagt, das, das und das Element muss der Spieler selber, wieder, jetzt habe ich es hier, muss der Spieler selber finden, positionieren. Wir müssen dem Spieler natürlich noch einen zweiten Holzbalken geben, weil sonst der Eats da gleich springt. Und das ist ja nun Käse. Das heißt, wir müssen zurück in die dieses hier rein tun. So. Und so. Hier haben wir es wieder unlocked. Das heißt, es wird auch im Spielermenü auftauchen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir uns jetzt nicht, ich mich jetzt nicht zu blöd anstelle, mein eigenes Level zu spielen. Also eine Wooden Bar hier. Eine Wooden Bar hier. Ja, ja, ja. Der Max Snake ist nicht so richtig einfallsreich. Ich weiß, aber es dient ja auch mehr dazu, euch zu demonstrieren, wie dieser Puzzle Maker funktioniert. Dass man damit echt ganz schöne Sachen machen kann. Jetzt, glaube ich, wird das nicht klappen. Ja, das war dämlich. Mit Verlaub. Wir müssen zurück in den Puzzle Maker. Wir müssen im Prinzip diese Torte dahin hängen. So. Gut. Ich denke, damit haben wir ganz erfolgreich unser erstes eigenes Level gebastelt. Ich werde das jetzt zum Abschluss einmal spielen. So. So. Und go. Kriegt seinen ersten Lolli. Kriegt seinen zweiten Lolli. Springt und jetzt hoffentlich erreicht er die Torte. Jawohl. Ganz wunderbar. Gut. Damit habe ich euch gezeigt, wie der Puzzle Maker funktioniert und dass er vor allem funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, mir dabei zuzugucken, wie ich Eats Munchies spiele. Ich werde hier auf dem Kanal von Game at Midnight bestimmt noch das ein oder andere veröffentlichen. Ansonsten könnt ihr in der Endcard auch gerne auf meinen Channel mal gucken. Da veröffentliche ich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Let's Plays zu den Spielen Bastion oder dem alten Klassiker World of Goo. Ich würde mich freuen, euch auch beim nächsten Spiel nochmal begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, spielt lange, spielt schön. Ich war Max Snake. Bis dann.